Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin's, euer McAlias Heimburg. Es ist 7 Uhr morgens am Samstag und heute checke ich mal für euch den Babymarkt aus, der hier in der Nähe ist. To-Do-Liste steht, ich stehe, auf geht's. Ja, man sieht schon die Menschen, die da anstehen, 40 Minuten vor Einlass. Die alle anstehen. Ja, das Wort des Parkplatzwartes ist Gesetz. Morgen, ich würde hier gerne parken. Können Sie mir da einen Rat geben? Ja, dann würde ich sagen, werde ich es jetzt schon bereuen, die Jacke anzuhaben, gleich da drin nur Jacke tragen zu müssen. Oder ich lasse die Jacke aus und friere jetzt bei der Schlange, die sich da langsam. Man kann jetzt schon mal zusammenfassend sagen, dass hier Krieg herrscht. Krieg um jedes Teil. Babymarkt erfolgreich bestanden. Viel Stress, viel Krieg, ne? Richtig, Krieg. Die Leute, ey, die kämpfen und schubsen und drängeln und egal. Ich bin echt gestresst jetzt. Ja, ich auch. Einen schönen kleinen Gruß vom Babymarkt, für jeden mal zu empfehlen. Da gibt es auch Spielsachen für große Kinder, wie mich, mir, wie auch immer. So, was mache ich jetzt noch heute? Heute vielleicht ein bisschen schneiden, schnibbeln, den schönen Samstag noch genießen. Bei diesem Wetter. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir ausgegeben haben, weil das wissen wir noch gar nicht. Ja, das stimmt. Wir wissen nicht, wie viel Geld wir Deshalb ausgegeben sollen wir haben. mal einen Kassensturz machen, das wäre ganz interessant. Weil man denkt ja immer, macht Schnäppchen, aber wenn jeder Geld in der Tasche hat, dann weiß man ja hinterher gar nicht mehr, wer was ausgegeben hat. Ja, aber so manche Sachen wie zum Beispiel dieses Spieldecken-Ding, das ist schon ein Schnäppchen. Wenn es funktioniert, ja, Ja, wenn es kriegen wir ja dann. funktioniert. Genauso wie dieser Alvi-Sack. Ja, gut. Ja, für alle, die nicht wissen, was ein Alvi-Sack ist, ne? Ein Alvi-Sack ist eigentlich der Sack überhaupt. Ist das denn jetzt eine Dauerwerbesendung? Ja, Darfst du das sagen? Product Placement. Ich zeige ja nicht, wie ein Alvi-Sack Aber mach doch mal ein bisschen aussieht. Werbung. Vielleicht schicken wir dann mal einen. Die sollen ja sehr gut sein. Das sind mitwachsende Schlafsäcke. Ja, habe ich auch gehört. Das sind die allerbesten mitwachsenden, atmungsaktiven, total Genau, sicheren und die auch Babyschlafsäcke. vor Überhitzung Ja. bewahren. Ja. Also. Ne, Alvi? Gerne mache ich in Zukunft auch mal Alvi-Halls, wenn mir die Firma Alvi ein paar Sachen schickt. Ja. Vielleicht auch so ein Alvi-Sack in Menschen, in Erwachsenengröße. Super. Geil. Kannst du den Sack hüpfen? Na egal, habt noch einen schönen Samstag und wir sehen uns auf jeden Fall. Ich muss jetzt erstmal wieder runterkommen. Tschüss. Hallo, ich bin's, der Testheimburg von YouTube und heute stelle ich euch mal diesen Spielrehenforest vor. Nein, kleiner Spaß und Wink an den Test-Michel von YouTube. Den Link packe ich euch mal in die Videobeschreibung. So, und zum Schluss wollte ich euch nochmal ganz schnell zeigen, was wir denn jetzt alles so gekauft haben. Also die Ausbeute. Wir haben insgesamt, was sagst du, 93 Euro? Wir haben also jetzt 93 Euro ausgegeben. Und zwar für das hier alles. Also, ich würde sagen, wir haben jetzt Klamotten bis zur Abiturfeier unserer Kleinen, inklusive dieser mega geilen Spieldings-Jogginghose,
Dschungel-Oase, die kann ich mal anmachen. So. Ja, total schön. Wie gesagt, der Kassensturz hat ergeben 93 Euro und... Also ziemlich alles dabei, bis sie kleinen Führerschein hat. Ne, inklusive das Allergeilste, das hat der Papa gekauft. Für Fastelove. Na, gucken. Moment, ich muss das mal hinlegen. Die Erdbeere. Naja, wie gesagt, ich kann jedem nur raten, mal auf diesen Babymarkt zu gehen. Da kann man schon sehr, sehr, sehr günstige Schnapper machen, wie man so sagt. Also summa summarum, 81 Teile für 93 Euro. Also ein geiler Schnitt. Aber vorweg muss ich mal eben kurz sagen, dass ich hoffe, dass diese Uhr nicht man hier auf diesem Tondingens aufgenommen hören kann. Denn diese Uhr ist so laut, dass eigentlich so ziemlich jeder, der irgendwie neben mir steht, sagt,